Sasan, hab keine Angst. Ich bin der Horshide Danai und komme aus dem fernen Persien. Weißt du, ich kannte schon deinen Ur-Ur-Ur-Großvater. Und nun bin ich im Laufe der Zeit zu dir gekommen, weil du im Besitz des Zauberringes bist. Was kann man mit dem Ring tun? Kann man damit zaubern? Dem Besitzer des Ringes gebe ich Kraft und Klugheit, wenn er in Schwierigkeiten ist oder ein Problem zu lösen hat. Kann man dich dann sehen? Du bist der Einzige, der mich sehen kann. Denn du bist der Auserwählte und würdig, den Ring zu besitzen. Du sprichst zwei Sprachen, hast zwei Kulturen. Aber wenn du mich brauchst, wirst du auch mich nicht sehen. Nur spüren. Ich danke dir, Horshide Danai. Immer zu Diensten. Und nun lade ich dich zu einem Ausflug in die Traumwelt ein. Wirst du erleben und sehen, was du dir seit langem erträumt hast. Gib mir deine Hand. Sasan erlebte vieles, was er nie und nimmer wieder erzählen kann. Aber tief im Herzen behütet er diesen Schatz seines Traumes. Tschüss, liebe Oma.
Thank you.